85 noch auf der Baustelle. Mit 85 und 3 Bypässen. Und planiert mit dem Rollator die Auffahrt zur Vollbeschäftigung. So sind doch wir. Ja, komm bitte. Dann darf man auch nicht beunruhigt sein wegen der Ruhe, weil das ist ja nur Ausdruck der Zufriedenheit. Und diese Zufriedenheit darf man sich auch nicht durcheinander bringen lassen durch sowas wie diese Realität. Morgens um 11 mit fettigen Haaren an der Tankstelle stehen, das ist doch keine Schande mehr. Das ist doch gutes deutsches Stadtbild. Das ist doch Folklore, das hat schon Tradition. Warum nicht auch mal nachts auf dem Abluftschacht von Karstadt übernachten? Das macht den anderen Hoffnung, wenn sie morgen vorbeilaufen und sehen, guck mal an, dann geht's noch schlechter. Da lasse ich mich doch locker für 6,50 Euro die Stunde im Friseurhandwerk ausbeuten. Und dann immer diese Nörgler, die immer sagen, man sieht immer mehr ältere Menschen in Innenstädten, die in den Mülleimer wühlen. Da sage ich, das ist doch ein gutes Zeichen für den sozialen Ausgleich. Er stimmt noch, wenn die Jugend so viel säuft, dass die Alten vom Flaschenpfand noch leben können. Da. Es ist doch komm. Ja. Darf man sich auch die Zufriedenheit nicht nehmen lassen durch so Fragen, die immer wieder aufkommen. So unwirtliche Fragen zum Beispiel. Warum können die Menschen in diesem Land, obwohl es uns so gut geht, von ihrer Hände Arbeit nicht mehr leben? Warum stehen tagtäglich Zehntausende bei der Tafel an, um unsere Reste zu essen? Und ist vielleicht Armut inzwischen gewollt, weil sie den mündigen Bürger zum Bittsteller macht, der leichter regierbar und manipulierbarer ist? Da darf man sich das Ganze auch nicht durcheinander bringen lassen durch so eine Bundestagswahl. Sind wir doch mal ehrlich, diese Bundestagswahl ist eh nur noch ein Relikt aus der demokratischen Vergangenheit, wo die Volksvertreter noch Vertreter des Volkes waren und nicht der verlängerte Arm der Wirtschaft. Und wird, ja, bitte. Und lasst uns diese Zufriedenheit auch nicht nehmen, wenn wir millionenfach ausgespäht werden. Ja, wenn wir überwacht werden, dann müssen wir dankbar sein, dass sich noch jemand für uns interessiert. Und wenn es nur die Geheimdienste sind und wenn sich ein Ronald Pofalla hinstellt und das Ende der Diskussion einläutet, dann sage ich, seit wann bestimmt der Wurm, ob geangelt werden darf? Dann, ja, ich bitte euch. Die Demokratie wird verteidigt mit den Mitteln der Diktatur. Das ist die Wahrheit. Und die Wahrheit ist im NSA-Skandal auch noch rausgekommen. Man hat selten eine Bundesregierung erlebt, die gerade in diesem Zusammenhang mit solcher Vehemenz darauf gepocht hat, dass sie von nichts eine Ahnung hat. Man hat keine Erwartung mehr an diese Bundesregierung. Und selbst das können sie nicht erfüllen. Das kann man. So, ich habe das Aufnahmeformular schon vorbereitet, wenn Sie alles, Herr Seibert, wenn Sie alles schon mal ausfüllen möchten. Ach, das ist toll. Zimmer 7 hätten wir noch was frei. Ist es ein ruhiges Zimmer? Ja, ja, ist ganz schalldicht ausgekleidet. Dann nehme ich das, also da freue ich mich schon. Ja. Ah. Wir sehen uns vielleicht noch, es ist toll, es läuft prima. Der Typ mit dieser Persönlichkeitsspaltung, also schon mal 4. Jetzt haben wir festgestellt, aufgrund dieser Persönlichkeitsspaltung ist er noch alkoholabhängig. Das heißt, der säuft jetzt für 4. Der ist den ganzen Tag so besoffen, der sieht nur noch doppelt. Das heißt, ich habe das jetzt verdoppelt. 8 mal 2 sind 16 Stimmen für die SPD. Das ist ein Knaller. Das ist sehr gut. Das ist ganz toll. Das ist ganz toll. Mein lieber Freund, jetzt also voll gemacht. Jetzt haben Sie aber wirklich einen gut. Na? Ich kann Ihnen auch verraten, bei wem? Na? Bei der Nahles. Oh. Viel Spaß. So, die Urne hatte noch gefehlt, Briol. Die sollte eigentlich vor der Kabine da sein, aber da gab es Probleme. Die stand am Hauptbahnhof von Mainz. So, gebraucht hätten wir sie sowieso nicht, weil die Wahl ist sowieso gelaufen. Ja, Sie sagen das immer so mit dieser Überzeugung in der Stimme. Ja. Was macht Sie da eigentlich so sicher? Ja, meine Berufserfahrung. Und deswegen habe ich als Ihr Öffentlichkeitsarbeiter auch schon mal alle wichtigen Meldungen für die Zeit nach dem 22. September formuliert und vorbereitet. Aha. Bitte. Wer fängt an? Schnick, Schnack, Schnuck. Also ich. Berlin, 23. September. Verlängerung. Schwarz-Gelb bleibt im Bund und in Hessen. FDP verliert, Union triumphiert.
Angela Merkel, heute ist ein sehr guter Tag für Deutschland, Wiesbaden und Europa. Seien Sie mal belzig, jetzt mal ganz ehrlich, haben Sie was geraucht? Bayreuth, 24. September. Nach der absoluten CSU-Mehrheit in Bayern muss Gustl Moller wieder in die Psychiatrie. Der Arte Merk betonte, heute ist ein guter Tag für Bayern, für Deutschland und für die Unabhängigkeit der Justiz. Ich glaube, ich habe ihn. Ich glaube, ich habe Ihnen Unrecht getan. Sie haben gar nichts geraucht. Das klingt alles so echt. Jetzt wird's noch echter. Berlin, 27. September. FDP verliert das Justizministerium an die CSU. Beate Merk übernimmt das Ressort und wechselt in die Hauptstadt. Horst Seehofer betonte, heute ist ein besonders guter Tag für Bayern. Berlin, 28. September. Die Koalition einigt sich spät in der Nacht auf einen flächendeckenden Mindestlohn von 3,50 Euro. Kanzlerin Merkel betont, heute ist ein guter Tag für mich und für die Märkte. Mainz, 29. September. Zwei ICE-Züge konnten heute kurzfristig den Bahnhof der Landeshauptstadt verlassen. FDP-Fraktionschef Brüderle und Bahnchef Grube betonten bei einer Feierstunde, heute ist ein guter Tag für Mainz, Rheinland-Pfalz, Deutschland, Europa und die ganze Welt. Berlin. Berlin, 30. September. Der ehemalige Umweltminister Altmaier wird neuer Twitter-Beauftragter der Bundesregierung. E.ON-Chef Tyson wechselt ins Kabinett und soll als neuer Ressortchef die Energiewende endgültig und für immer verabschieden. Wirtschaftsminister Rösler betonte, heute ist ein guter Tag für E.ON, Vattenfall, RWE und FDP. Mainz, 2. Oktober. Wenig überraschend konnte gestern keine einzige Regionalbahn den Bahnhof der Landeshauptstadt erreichen. Verkehrsminister Ramsauer im Trostberger Tagblatt. Morgen ist wieder ein neuer Tag. Belzig. Jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch alles Quatsch. So weit kann doch kein Mensch in die Zukunft schauen. Ja, ich schon. Ich habe hier sogar eine Meldung aus der allerfernsten Zukunft. Stuttgart, 3. Juli 2049. Der Stuttgarter Tiefbahnhof wird endlich eingeweiht. Reisende aus Richtung Mainz werden gebeten, in Paris zuzusteigen. Ja. Was denn? 2049? Ja, am Ende ist dann doch schnell gegangen. Ja. Da haben Sie aber noch was vergessen bei der Meldung. 3. Juli 2049. Kanzlerin Merkel betonte bei der Eröffnung, heute ist ein guter Tag für mein deutsches Europa. So plötzlich jetzt. Es ist aber wirklich Schluss. Jetzt hören Sie mir doch auf. Ja, so, was stimmt? Das hören Sie mir doch auf. Das ist doch Blödsinn. Die einzig wirklich echte Meldung aus der Zukunft haben Sie natürlich unterschlagen. Ach ja. Ausgerechnet ja. Sie. Ja, ja, dann bin ich jetzt mal gespannt. Ja. Und zwar 1. Dezember. Nikolaus Blome, Vizechef der Bild-Zeitung, das speichelleckende Zentralorgan dieser neoliberal-konservativen Uschi-Angie-Fipsi-Kombo, ist seit 1. Dezember stellvertretender Chefredakteur des Nachrichtenmagazins Der Spiegel. Ja. Ja, ich finde, das klingt spannend. Wie nennen die sich dann? Spiegelbild? Ja? Es geht um Ihren Berufsstand. Ach, der Spiegel galt mal als das Sturmgeschütz der Demokratie. Ja. Was wird jetzt aus ihm? Ein feuchtes Zündblättchen. Ich warte schon auf die Kochrezepte. Sollten Sie nicht überbewerten. Und ich erkläre hiermit das ganze Gequake und Getue über den Wahlkampf und die Wahl für beendet. Ja, mir reicht jetzt das Thema. Ich finde, lassen Sie uns mal an die denken, die keine Stimme haben und niemals eine Stimme haben werden. Ja, reden wir doch mal über die Drittstaatenregelung in der europäischen Flüchtlingspolitik. Die Drittstaatenregelung bedeutet, da wo der Flüchtling erstmalig europäischen Boden betritt, da muss er dann aber auch immer bleiben.
Ja? Und da ja die meisten Flüchtlinge nicht in der Senatorklasse der Lufthansa in Frankfurt anreisen, sondern in irgendwelchen Nussschalen in Lampedusa stranden, trifft's uns weniger, verstehen Sie? Es ist ja direkt geografisches Glück, dass die deutschen Grenzen nicht bis zum Mittelmeer reichen. Gell, da sind auch die Nazis unter uns erleichtert, dass wir den Zweiten Weltkrieg verloren haben. Und diese Drittstaatenregelung wurde dieses Jahr einer tschetschenischen Flüchtlingsfamilie zum Verhängnis. Die siebenköpfige Familie war über Polen nach Deutschland eingereist, schließlich in Ansbach gelandet, und man wollte sie wieder loswerden und nach Polen zurückschicken. Der Mann gefoltert, die Frau traumatisiert, misshandelt, vergewaltigt, ja, musste die Frau eines Tages in eine Klinik. Und da hat das zuständige Ausländeramt in Ansbach die Gunst der glücklichen Stunde genutzt und in einer Nacht- und Nebelaktion einen Teil der Familie mit dem Ehemann nach Polen abgeschoben. Und als die Frau dann aufwachte, war praktisch die Familie weg. Und wissen Sie was? Das war rechtlich einwandfrei. Und wenn sowas rechtlich einwandfrei ist, dann würde ich die Frau Haderdauer doch gern mal fragen, was denn eigentlich genau dagegen spricht, wenn man diesen Rechtsstaat dann und wann vielleicht mal so ein wenig erpresst. Ich meine, wenn man diesen Rechtsstaat so ein wenig erpresst, ja. Rechtlich einwandfrei. Sagte das Bundesamt für Migration. Ich habe nur meine Pflicht erfüllt, sagte der Landrat. Wir haben nur Gesetze vollzogen, sagten die Abschiebebeamten. Was ich mich aber bei so einer Geschichte frage, so ein Abschiebebeamter, der ja nur seine Pflicht erfüllt, ja, nichts für die Gesetzeslage kann und die Frau Haderdauer vielleicht gar nicht mal persönlich kennt, wie ist es für den nach so einer Aktion? Ist er dann zufrieden, glücklich, froh? Kommt er am Abend heim und erzählt, ich hab's geschafft, die Tschetschenen sind erledigt und die Frau kassieren wir übermorgen. Und die Beamtengattin gratuliert und dann streicht der Beamte seinem Kind im Bettchen voll Zärtlichkeit den blonden Schopf und flüstert ihm ins Ohr, der Papa hat dich lieb. Und dann öffnet der Beamte eine Flasche Rotkäppchen-Sekt und stößt auf die Tschetschenen an. Und seine Frau ist stolz auf ihn. Und später schläft er dann mit ihr und denkt dabei an Christine Haderdauer. Bitte. Ich darf Sie. Ich darf Sie. Was ist denn? Ich darf Sie in diesem Zusammenhang vielleicht an das silberne Unwort des Jahres von 2009 erinnern. Riol, jetzt kommst du doch nicht mit dem alten Schmann daher. Das spielt doch jetzt wirklich keine Rolle. Doch, doch, doch. Das hat eine ganze Menge damit zu tun.